kaum ein anderes Genre band derzeit Millionen Spieler wie die Welt als Sandbox. Wir von PC Games haben auch wegen dem Erfolg von No Man's Sky euch schon mal 8 Spiele gezeigt, die man jetzt als Alternative spielen kann, eben wenn man nicht so zufrieden ist mit dem Erkundungsspiel von Hello Games. Da gab es so viel Feedback, so viele Einwände, ihr habt ja das und das vergessen, haben wir uns gedacht, zeigen wir euch einfach nochmal 10 Spiele, die auch die Planetenerkundung drin haben. Und die gibt's jetzt zu sehen. Gerätschaften im luftleeren All bauen, Rohstoffe sammeln, riesige Raumschiffe und Stationen errichten, das ist Space Engineers. Für viele ist es aktuell das Nonplusultra im Genre, mit Koop- und PvP-Modus sowie sehr umfangreichen Crafting- und Konstruktionsoptionen. Raumschiffe gehen spektakulär zu Bruch, entweder durch Crashes oder indem man sie mit zuvor eingesetzten Waffen zerbröselt. Das sieht spektakulär aus und spielt sich mittlerweile auch einigermaßen flüssig. Die Early Access Version haderte lange mit Bugs und Performance-Problemen. Allerdings ist der Einstieg nicht eben einfach, die hohe Komplexität spricht vor allem Hobby-Ingenieure an. Parallelen zu Kerbal Space Program sind nicht zu bestreiten. Anders als in No Man's Sky sind Erkundung und Survival keine zentralen Themen. Ein optionaler Baumodus stellt euch unendlich viele Ressourcen zur Verfügung. Statt einer frei zu bereisenden Galaxie mit prozedural generierten Planeten gibt es in Space Engineers übrigens verschiedene Startszenarios. Die bieten zwar jede Menge Raum, um kreativ zu werkeln, doch eine echte, zusammenhängende Welt können sie nicht ersetzen. Gegner gibt es aktuell nur in Form von Alienspinnen und ferngesteuerten Drohnen. Wer coole Flottenmanöver inszenieren will, muss sich dafür eine Gruppe von menschlichen Mitspielern organisieren. Trotzdem, die Liste an Möglichkeiten ist immens. Wer einfach nur im Weltall und auf Planeten bauen und seine Raumschiffe anschließend durch den Kosmos steuern will, ist mit Space Engineers gut beraten. Kostenpunkt rund 23 Euro. Mit seinem starken Shooter-Anteil und dem dominierenden Mehrspielermodus für mehrere hundert Spieler pro Server erinnert Graph in vielerlei Hinsicht an ein klassisches Online-Rollenspiel. Auf prozedural generierten Planeten erwehrt ihr euch allerlei Alien-Kreaturen, spielt im Koop zusammen mit anderen Spielern oder tretet im PvP-Modus gegeneinander an. Das Sammeln von Ressourcen ist auch hier ein wichtiger Punkt. Aus den Überresten gemeuchelter Feinde sowie aus gesammelten Kristallen baut ihr eure Waffen und Ausrüstung zusammen. Dabei ist das Multitool euer wichtigstes Werkzeug, ganz ähnlich wie in No Man's Sky. Wichtiger Unterschied zu vielen anderen Sandbox-Titeln, in Graph gibt es zumindest aktuell keine Möglichkeit, eigene Raumschiffe zu bauen und damit zu anderen Planeten zu fliegen. Vorerst sollen interstellare Teleporter als Transportmittel dienen, erst sehr viel später will sich Entwickler Bitmonster laut eigener Aussage am Raumschiffbau versuchen. Immerhin ist aber ein umfangreicher Basisbau möglich. Für alle, die sich gerne kreativ austoben, bietet Graph damit zumindest ein Ventil für die eigene Fantasie. Die Möglichkeiten sind dabei aber weitaus weniger komplex als etwa bei Space Engineers. Das Ganze erinnert mehr an den Baumodus aus Fallout 4, inklusive Abwehrschlachten gegen computergesteuerte oder menschliche Widersacher. 20 Euro kostet die Early Access Version. Wer sich nicht von der zweidimensionalen Pixelgrafik abschrecken lässt, der kann mit Starbound Dutzende, wenn nicht gar hunderte Stunden Spaß haben. Das mittlerweile fertiggestellte Terraria in Space durchlief eine lange Early Access Phase und hat inzwischen sogar eine Einzelspielerkampagne mit Story zu bieten. Mit eurem nach und nach verbesserten Raumschiff steuert ihr eine unendliche Anzahl von Planeten aus dem Zufallsgenerator an. Auf der Oberfläche errichtet ihr Häuser, Farmen und beliebige andere Konstruktionen. Die Parallelen zu Minecraft sind beachtlich. Auch Waffen und Rüstung eures Charakters stellt ihr selbst her. Das Crafting nimmt einen großen Teil der Spielzeit ein. Die Survival-Elemente wie Hunger können auch abgeschaltet werden. Dazu gibt es einen Casual-Modus. Wer es sich dagegen schwerer machen will, wählt die Hardcore-Variante mit Permadeath. Das Ganze funktioniert auch im Online-Modus mit anderen Spielern. Kooperativ Planeten zu besiedeln, macht gleich noch mehr Spaß. Starbound unterstützt Mods, strotzt aber auch schon im Original vor jeder Menge abgefahrener Ideen. So entdeckt man beim Erkunden der Welten die absonderlichsten NPC-Kulturen. Und besiegte Monster? Die lassen sich als Haustiere und Begleiter abrichten.
In der Kampagne gibt es Quests, Dungeons und Bossgegner. Das sind weitaus mehr Einzelspielerinhalte, als die meisten Sandbox-Titel bieten. Die 2D-Technik erlaubt zudem komplett zerstörbare Umgebungen und riesige Höhlensysteme im Erdboden. Starbounds Universum könnt ihr monatelang Tag für Tag erkunden und immer noch etwas Neues entdecken. Wer dem knuffigen 2D-No Man's Sky bisher noch keine Chance gegeben hat, sollte das unbedingt nachholen. Der Preis ist mit 14 Euro auf Steam oder GOG.com sehr fair. So genial wie in diesem Render-Trailer sieht EVE Online nicht aus. Doch beeindruckend ist das MMO-Universum allemal. Entwickler CCP Games pfeift auf Vorgaben und lässt den Spielern erstaunliche Freiheiten. Diese haben in den 13 Jahren seit Bestehen riesige Corporations gegründet und führen regelmäßig Kriege mit tausenden Raumschiffen. EVE Online ist eben eine richtige Weltraum-Sandbox. Die Möglichkeiten, sich in einer selbstdefinierten Rolle auszutoben, sind nahezu grenzenlos. Die Komplexität hat allerdings ihren Preis. Der Einstieg ins Spiel ist brutal, trotz Tutorials und manch hilfsbereiten User aus der Community müssen sich Neulinge auf eine steile Lernkurve einstellen. Dass einen das Interface mit seinen ganzen Optionen regelrecht erschlägt, hilft da auch nicht eben. Wer auf schnelle Weltraum-Action aus ist, sollte sich lieber woanders umsehen. Aber auch No Man's Sky-Spieler sind hier nur bedingt an der richtigen Adresse. Wir haben den Titel vor allem deshalb in die Liste aufgenommen, weil er in den Kommentaren zum ersten Video mehrmals genannt wurde. Planetenerkundungen gibt's in EVE Online jedoch nicht, Rohstoffe werden hauptsächlich durch das Aushöhlen von Asteroiden gewonnen. Empfehlen können wir den Titel daher vor allem jenen Spielern, die viel Zeit, viel Geduld sowie ein Faible für große Raumschiffe und absolute Freiheit mitbringen. Reinschauen kostet nichts, EVE Online hat vor kurzem den Schritt zu einem Free-to-Play-Geschäftsmodell gemacht. Wo EVE ernst und einschüchternd daherkommt, wirken erste Szenen von Astroneer heiter und unbeschwert. Bislang ist noch völlig unbekannt, wie sich Astroneer spielen wird. Das nur, um reflexartigen Hype-Reaktionen vorwegzugreifen. Laut Entwickler System Error Softworks sollen aber unendlich viele prozedural generierte Planeten zur Erkundung bereitstehen, allein oder im Team mit anderen Spielern. Survival-Elemente wie gefährliche Wetterlagen und medizinische Notfälle sollen euch fordern, der Bau von selbstdesignten Fahrzeugen und Planetenbasen soll motivieren. Der Crafting-Part basiert auf vorgefertigten Modulen, was der Kreativität engere Grenzen als in Space Engineers und Co. steckt. Reisen per Raumschiff sind zudem offenbar gar nicht oder nur in einem sehr kleinen Rahmen möglich. Dafür überzeugen Look- und Bautools mit ihrer Unbeschwertheit. Aber nach den ebenfalls tollen No Man's Sky-Trailern wollen wir ein Spiel nicht mehr ganz so schnell in den Himmel loben, bevor wir es nicht spielen konnten. Interessierte dürfen ab Dezember dieses Jahr Hand anlegen. Bis zu 5 Spieler tun sich in Pulsar zusammen und teilen sich die Aufgaben an Bord eines Raumschiffs, mit dem ihr eine prozedural generierte Galaxie erforscht. Raumschiffduelle sollen davon profitieren, dass sich Koop-Spieler absprechen und wie bei einer Episode von Raumschiff Enterprise im Team agieren müssen. In diesem Part des Spiels steckt eine Menge Weltraumsimulation. Die Planetenerkundung erscheint da schon fast eher wie ein nachträglicher Einfall. Übrigens, Singleplayer-Fans lässt Entwickler Leafy Games nicht im Regen stehen. Wer will, füllt leere Crewplätze einfach mit KI-Bots. Für das fertige Spiel sind unterschiedliche Fraktionen, Missionen und mehr Schiffstypen angekündigt. Umfangreiche Crafting-Optionen wie in anderen Spielen auf dieser Liste soll es dagegen nicht geben. In Pulsar baut ihr keine Basen, sondern verbessert lediglich eure Raumschiffe und Ausrüstungsgegenstände wie Waffen oder Scanner. Derzeit befindet sich das Projekt in der Early Access Phase. Auf Steam kostet die Vorabversion knapp 23 Euro. Für alle, die Lust auf kooperatives Raumschiffmanagement wie auf der Star Trek-Brücke haben, ist das Ganze definitiv einen Blick wert. Schon seit längerem erhältlich ist David Brabens aufwendige Weltallsimulation.
die zeichnet sich vor allem durch eine grandiose Atmosphäre aus. Erst recht mit Virtual Reality Brille, denn dann kommt die Cockpit-Perspektive gleich doppelt so intensiv rüber. Alleine oder mit und gegen andere Spieler im Online-Universum kämpft, handelt und erforscht ihr eine riesige Galaxie. Diese wird übrigens nicht bei jedem Spielstart neu generiert, wie bei vielen anderen Spielen in diesem Video. Technisch gehört Elite Dangerous sicher zu den ausgereiftesten Weltraumspielen. Anfängliche Probleme in Sachen Langzeitspaß und Motivation stellt Entwickler Frontier Developments nach und nach mit der Veröffentlichung von Updates und Add-ons ab. Eines davon hört auf den Namen Horizons und erlaubt inzwischen auch das Landen auf Planeten und Monden. Dort warten kleinere Aufträge, außerdem lässt sich gegen Drohnen kämpfen und einige Crafting-Optionen für das Verbessern eurer Ausrüstung gibt es obendrauf. Wer fleißig die Umgebung scannt, findet zudem Artefakte, teilweise wurden die sogar von mutmaßlichen Aliens hinterlassen. Wer sowohl Raumschiffe fliegen als auch Himmelskörper bereisen will, muss aktuell knapp 50 Euro fürs Gesamtpaket abdrücken. Übrigens, gerüchteweise sollen künftige DLCs die Möglichkeit hinzufügen, mit dem eigenen Avatar in Raumschiffen und auf Planetenoberflächen herumzulaufen. Gut 8 Jahre hat das Projekt von Maxis und Electronic Arts jetzt schon auf dem Buckel. Warum dieses abgedrehte Experiment, die Evolution einer Rasse zu begleiten, in diesem Video auftaucht? Naja, weil die Weltraumphase zum Ende einer Spore-Partie überraschend viele Parallelen zu No Man's Sky aufweist. Denn während ihr zuvor als Mikroorganismus in der Ursuppe herumgeschwommen seid und Krieg gegen andere Völker auf eurem Planeten geführt habt, verändert sich das Spielprinzip in der letzten Phase erneut drastisch. An Bord eines selbstdesignten Raumschiffs düst ihr mit einer Crew durch das unbekannte Universum, trefft fremde Alienrassen, scannt nach Ressourcen und erledigt Aufträge. Die Welten waren schon damals zufallsgeneriert. Leider sorgte das nicht so sehr für spannende Abwechslung, sondern wirkte im Gegenteil sehr beliebig. Anlässlich eines kürzlichen Steam-Sales fand Spore aber noch einmal späte Popularität. Die Spielerzahlen überholten zwischenzeitlich sogar den Urenkel No Man's Sky. Derzeit ist Spore auf Steam für 15 Euro zu haben, alte Retail-Versionen gibt es zum Teil deutlich günstiger. Der ursprünglich für das Kickstarter-Projekt gewählte Titel Planets hoch 3 erwies sich im Laufe der Entwicklung wohl eher als hinderlich für Werbezwecke. Daher ist das Sandbox-Spiel seit einer Weile als Stellar Overload bekannt. Der französische Entwickler Cubicle Drift setzt auf knuffige Klötzchengrafik. Das Besondere, die nach Zufallsmuster erstellten Planeten kommen ebenfalls in Würfelform daher. Über 20.000 Spieler schossen den Machern rund $300.000 vor. Ab dem 12. Oktober soll die Early Access Version auf Steam weitere Einnahmen generieren. Neben den Waffen und Ausrüstungsgegenständen stellt ihr auch eure eigenen Vehikel her. Selbst der Bau von Raumschiffen ist möglich, um vom Startplaneten zu entkommen. Abseits der Laserknarren erinnert Stellar Overload im Kampf stark an Minecraft. Auch Optik und grundsätzliche Mechanik haben viel mit dem Sandbox-Hit gemein. Neben einer rudimentären Kampagne für Einzelspieler wird auch ein Mehrspielermodus unterstützt. Hinweis: Nicht alle Areale auf den Planeten unterliegen den Regeln der prozeduralen Generierung, einige Gebiete sind handgemacht. Informationen zum Preis der Early Access-Fassung waren bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar. Klar, das persistente Online-Universum von Star Citizen darf in dieser Aufzählung nicht fehlen. Chris Roberts Traumprojekt hat mit einem Budget von über 120 Millionen US-Dollar die wohl besten Chancen, die Wünsche der Community zu erfüllen. Ab Alpha 3.0 wird der Titel zudem das Herumlaufen auf prozedural generierten Himmelskörpern erlauben. Landung und Start mit dem eigenen Raumschiff erfolgen dabei ohne Übergänge, das ist technisch höchst beeindruckend.
typische Sandbox-Features wie Crafting oder Häuserbau gibt es dagegen nicht. Am ehesten lässt sich das Spielprinzip noch mit EVE Online vergleichen, wobei die Gefechte im Weltall und zu Fuß deutlich actionreicher daherkommen, die Missionen aufwendiger inszeniert sind. Wer Star Citizen jetzt schon spielen will, muss ein Starter-Paket kaufen. Die Preise gehen bei 45 US-Dollar für die Online-Komponente los. Um gleich zum Start des Spiels, wann auch immer der sein wird, mit richtig dicken Pötten loszusausen, könnt ihr aber auch weitaus mehr Geld investieren. Für Nachschub im Sandbox-Genre ist auf jeden Fall gesorgt. Ob die Spiele aber genauso gut und komplex werden, wie die Entwickler das jetzt versprechen, das wird man wahrscheinlich erst in vielen Monaten sehen. PC Games wird sich damit beschäftigen, wir werden da weitere Berichterstattung zu bringen. Und bis dahin schreibt uns einfach, wenn da jetzt immer noch was gefehlt hat, dann werden wir uns auch das nochmal anschauen. Bis dahin fliege ich jetzt erstmal weiter. Ciao!